Was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Warte, ich muss erstmal das Mikrofon richten. So, und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Und ja, erstmal vorweg, natürlich muss man sagen, das ist ein neues meines Video, ne? Dieses Video hier ist keine Werbung. Das liegt daran, ja, ich werde hier ein Produkt zeigen, jedoch in der Werbung muss man das Produkt immer positiv darstellen. Ich kann sagen, ich werde in diesem Video das folgende Produkt eher negativ darstellen. Also deshalb ist es keine Werbung. Ja, das... Ja. Und zwar geht es um dieses Zeug hier. Ihr seht, das ist dieser neue Aloe Vera Saft. Ja. Ich habe den mir halt gestern gekauft. Dachte so, hey, eine kühle Erfrischung. Hey, nice. Was ist... Das Zeug war ich eine reine Geldverschwendung. Ich meine, es schmeckt. Ja. Es schmeckt. Ja, klar. Es gibt nur einen Parken. Also, wenn ich es jetzt hier esse. Ja. Nee, man kann es genau eigentlich so nennen. Man kann es als irgendwie Trinkessen bezeichnen. Vorführeffekt, toll. Nö. Ja. Seht ihr das auf meinem, Nein? Nein, das ist nicht irgendwie Spucke oder so weiter. Das ist, Schleim. Nicht von mir gemacht. Das kommt vom Trinken und genau das ist das Problem in dem Video. In diesem heutigen Video nämlich. Das Zeug ist voll mit diesem Schleim. Und genau da ist das Problem. Wie soll man den Geschmack davon genießen, wenn man die ganze Zeit damit zu kämpfen hat, dass man nicht an Glibber erstickt? Sorry, aber das ist Trinken. Trinken soll meiner Meinung nach kein Glibber haben. Nee, weil dadurch erhöht ja auch solche Erstickungsgefahr, weil du willst es nur genüssig trinken. Und dann plötzlich hast du einen Glibber im Hals stecken. Ja, toll. Und deshalb, das ist einfach nur Geldverschwendung. Weil, wie gesagt, es ist gut. Es schmeckt. Es schmeckt. Aber der Glibber geht halt so auf den Sack. Ja. Man sieht es auch wahrscheinlich hier, wenn man es im Licht guckt. Warte. Seht ihr das, was da so rumschwimmt? Das ist Glibber. Das ist alles Glibber. Das ist nicht nice, ganz ehrlich. Nee. Da trinke ich lieber irgendwas anderes. Irgendwas, ja. Anstatt an das da. Und ich sage auch, wie es ist. Ich kaufe das mir auch nicht mehr. Nee. Also, zumindest ist erstmal ein Ding, wenn irgendjemand, der hier dafür zuständig ist, sich das Video anschaut, ja, wäre echt nice, wenn ihr das Glibber entfernen würdet. Ich denke nicht, dass es irgendjemanden gibt, der darüber großartig trauern würde und sagen würde, oh nein, jetzt ist der Glibber weg, jetzt würde ich das aber nicht mehr trinken. Ich denke, ja, da würden, wenn es eine Reaktion drauf gibt, würden es wahrscheinlich eher Leute dankbar darüber sein, dass es weg ist. Oder eben, viele würden sagen, ja, ist mir egal, aber manche würden sich eher dafür bedanken. Also wie ich zum Beispiel. Weil dann kann man das auch wirklich genießen. Und nicht daran halber dann eher gucken, dass man nicht an Glibber erstickt. Ja. Nicht so geil. Ja. So, auf jeden Fall, das war's auch wieder mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst ein Like da.
Und wenn euch meine anderen Videos, auch meines Videos und sonst irgendwas auch im Generellen gefallen, dann lasst ein Abo da und vor allem schreibt ihr mir. Schreibt in die Kommentare, zu was ich als nächstes meine Meinung sagen soll. Jedoch, Vorsicht! In der Vergangenheit hatte ich öfters mal Troll-Kommentare gehabt, die mir dann auch irgendwie irgendeine dumme Scheiße reingeschrieben haben, und das werde ich in Zukunft einfach ausblenden. Also, was heißt ausblenden? Ich meine, die Kommentare bleiben natürlich da. Ich meine, ich werde halt nicht darauf eingehen. Weil, einfach weil, nein, das ist mir zu dumm. Das ist mir einfach zu dumm. Natürlich kann ich zu vielem meine Meinung sagen, aber ich habe auch Grenzen. Ja. Wie gesagt, da haben schon Leute hier richtig bescheuerte Sachen gesagt, zu denen ich meine Meinung sagen soll. Und ja, ich habe auch zu ziemlich beschissenen Sachen, ziemlich bescheuerten, nicht bescheuerten Sachen meine Meinung gesagt. Und klar, wie gesagt, es gibt immer irgendwas, zu was man seine Meinung sagen kann. Und ja, also auf jeden Fall, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, sofern es irgendwas an sich Gescheites ist. Ja, muss ja nichts Großes sein. Wie gesagt, ich habe jetzt hier meine Meinung zu dieser Ding hier gesagt, zu diesem Glibber-Schleimzeug. Ja, das geht ja auch. Ja. Also, ciao.